Hallo Leute und willkommen zurück zu The Whispered World. Ich kann heute leider, weil es jetzt genau 16.30 Uhr ist, wo ich anfange aufzunehmen, wieder nicht eine längere Folge machen, um vielleicht mal ein bisschen was rauszuholen. Aber die Tage werde ich auf jeden Fall versuchen, also es wenigstens versuchen. Ja, ich weiß, in letzter Zeit habe ich viel nicht geschafft bezüglich Aufnehmen. Aber ich werde versuchen, vielleicht mal die eine oder andere halbstündige Episode zu The Whispered World zu machen, damit man vielleicht einfach mal wieder ein bisschen was an Zeit reinbekommt. Okay. Und ich weiß sogar, was zu tun ist. Ich werde mal kurz schauen, wo genau das ist. Und also, es müsste eigentlich, auch wenn ich das beim letzten Mal nicht gesehen habe, weil der Raum relativ dunkel war, hier drinne einen Gegenstand geben, den ich aufnehmen kann. Ah ja, ein Feuerstein. Einfach so dumm gucken, nur weil man meine Stimme hört und eigentlich genau weiß, dass ich aufnehme, erstmal in den Raum reingucken. Naja, egal. Also wie gesagt, heute haben wir unser Seminarfachthema vorgestellt und deshalb ist jetzt erstmal auch wieder ein bisschen Stress raus. Jetzt ist dieses ganze Organisieren weg. Und ich habe auch mal ein bisschen weiter gelesen gehabt. Der Feuerstein, der sieht ja relativ scharf aus. Und statt da vorne zu probieren, ob das vielleicht mit dem Holz funktioniert, werden wir es jetzt mal am Seil tun. Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein, aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande. Naja, wohl eher den baldigen Tod, weil er ja eigentlich dann sterben würde. So halt. Und wir können den Seil, das Seil jetzt kombinieren mit... Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Tatsächlich kreativ. Darauf wäre ich nicht gekommen. Ich hätte ja eine Kette draus gemacht. So, und man hat es vielleicht nicht so direkt mitbekommen, aber was bekomme ich in diesem Spiel schon direkt mit? Er hat uns hier oben drei Sachen genannt, die Lärm machen und alle drei haben wir nun zu machen, damit, also da wir davon ausgehen, dass Kalida dann aufwacht, wo auch immer sie sich befindet. Und eins ist halt die Glocke zu läuten und das wird funktionieren, indem wir das hier tun. Oje, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was habe ich schon zu verlieren? Das. Boah, ich. Spot, hast du das gesehen? Das. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Okay, eins von drei Dingen haben wir jetzt schon mal getan. Und ist das die Tür? Nee, halt, es geht noch weiter hoch, oder? Oder? Da wohnt er, ne? Ja, genau. Da können wir reingehen. So, und jetzt, wo er nicht da ist, nehmen wir uns schnell den Schlüssel. Ich schau mal kurz, ob es hier noch was gab. Ah ja, genau, die Socke. Ich weiß aber gerade nicht mehr, was wir... eventuell weiß ich doch, was wir damit tun mussten. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal wieder hoch. Denn aktuell, weil er den zu sich bestellt hat, können wir noch mehr machen. Oder wir können ja einfach mal kurz reinschauen, oder? Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es sieht so aus, als bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Ah, okay. Gut, dann habe ich aber eine andere Idee. Also, was heißt Idee? Auch abgelesen. Und zwar die Leiter hier ranstellen. Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es sieht so aus, als bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Okay, und wie kann ich Zeit überbrücken? Ich schaue nochmal ganz kurz mein Inventar an. Wofür? Ah, ich weiß, wofür der Schlüssel ist. Und ich hoffe, dass ich in der Stelle, wo wir aufschließen können, das zweite Lärmmachding befindet, weil sonst weiß ich nicht, wo das ist. So, und hier können wir hinten runtergehen. Da ist auf jeden Fall was, aber hier ist kein Pfeil. Weil ich wollte ja gerne nochmal zu diesem Typi. Ich bin mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass wir noch zu dem hinkommen können.
aber ich finde nicht, wo das ginge. Also schauen wir jetzt erstmal hier rein. Verschlossen. Was könnte man da nur wohl tun? Er passt. Yay. Oh ja, hier ist es tatsächlich. Hocker, Taktstock und Schriftrolle. Den kann man doch bestimmt mitnehmen. Yay. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wenn ich doch nur Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Okay. Können wir den Hocker irgendwie benutzen? Oh ja, sitzen. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Erst musst du Kalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Okay. Gut. Das Horn ist eines der drei Dinge, dann das letzte ist noch die Fabrik, die wir machen müssen. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Das Horn scheint verstopft zu sein. So, und da wäre ich dann auch wieder nicht drauf gekommen, obwohl man hätte es probieren können. Ich bezweifle, dass Spot so genug Puste hat, um das Nebelhorn zu blasen. Ach so, das möchte er machen, deshalb genug Puste. Denn wir sollten ihn in die Kugelform versetzen, aber ich dachte erst, wenn er drinne wäre. Und seht her, Opas Hose war da drin. Bläst du etwa schon wieder das Nebelhorn? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Super, das Horn ist wieder frei. Yay, und wir haben 2 von 3 Sachen laut gemacht. So, Opas Hose. Wie ich spoilern werde, falls ich das noch nicht getan habe, wird sie uns durchs ganze Spiel... Ich komm nicht dran. So lang sind meine Arme nun doch wieder nicht. Ah, verdammt. Wird sie uns durchs ganze Spiel begleiten? Geht's damit? Hoffentlich. Nein, mit dem Stab komme ich da nicht dran. Ach komm. Tu doch was, Spot. Wir müssen Opas Hose retten. Alles muss man alleine machen. Verdammt. Okay, erstmal können wir das damit kombinieren. Der Dirigentenstab eignet sich nicht als Schaufelstiel. Er ist zu schmächtig, zu schwach und er leidet unter schrecklichen Albträumen. Verdammt. Ich verstehe ja nun aber, dass man ein... Okay, halt. Aber die Axt war das, mit der wir das machen konnten, oder? Ich weiß, auf jeden Fall brauchen wir auch noch irgendwie den Stock da unten. Und wir können es schaffen, soweit ich weiß. Außer es war Opas Hose statt der Socke, die wir benutzen müssen. Dann könnten wir eventuell schon dafür sorgen, dass das letzte Geräuschding bald gemacht wird. Aber dafür muss dann Bando erstmal wieder da oben weggehen. Na dann mal los. Super. Der Mast ist kaputt und ich habe Muskelkater. Was fällt mir wohl als nächstes ein? So ein dünnes Stück Holz. Obwohl, ich brauche nichts sagen, ich bin selber unsportlich. Gut, probieren wir es hiermit. Passt perfekt. Ich sollte diesen Augenblick des Triumphes auskosten. Mist. Und schon ist er vorbei. Okay. Aber wir haben jetzt eine Schaufel. Ich versuche gerade einen Gedanken zu bringen, wo wir die benutzen. Oh, halt. Das Ding hängt fest. Das muss doch in die Mitte von meinem Teil hier, oder? Und mit der Statue könnte man da auch irgendwas machen, oder? Keine Ahnung, ich gehe mal hierhin zurück. Oder ging hier was? Irgendwas musste man doch schaufeln, oder? Nein, ich lasse die Kerze. Es erinnert mich.
Okay, dann hoffen wir mal, dass inzwischen, nachdem ich einfach diese Stelle hier verlassen habe, dass ich dann wieder hier rein kann. Ah ja, kann ich Tatsache. So, und die Sache ist halt, als nächstes, wenn ich jetzt hochgehen würde. Oh, oh. Hm? Was? Wo? Na sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja? Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Ja, vor allem auf deinem Tisch. Okay, gut. Also haben wir festgestellt, dass der Hund uns stört. Klappt das so jetzt? Bitte. Vielleicht kann ich dem Tier damit das Maul stopfen. Auch wenn ich arg bezweifle, dass ich da schnell genug einen Knoten reinbekomme. Ich muss lebensmüde sein. Es funktioniert nicht, ja? Will er mir gerade sagen, dass es nicht funktioniert? Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Ich verstehe ja nun wirklich, aber dass man... vielleicht auch wenn ich arg bezweifle, dass ich da schnell genug ein... Sieh mal, Spot. Du bist so ein... Musst du mich... Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe. Und mein Rücken auch. Ich glaube, Ruben würde protestieren... Ich frage Ruben später, was es damit auf herausgesetzt. Ich habe bis dahin genug. Ach komm, irgendwas habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also der Hund müsste eigentlich irgendwie stillgestellt werden. Das heißt, es geht auf jeden Fall mit der Hose, aber an die komme ich nicht ran. Hm? Was? Oh. Wo? Wer wagt es mit? Hallo, Schatz. Bis später. Genau. Lass mich. Okay. Das war so, denke ich, nicht geplant. Aber ich muss es irgendwie zur Hose schaffen. Ich denke, das ist machbar. Aber ich weiß noch nicht wie. Zeitverschwendung. Auf diese Weise komme ich niemals an Opas Hose. Nein, mit der Schau... Pure Zeit auf diese... Nein, mit der... Nein. Wenn ich den nehmen möchte, geht er ja auch hier oben hin, das heißt... Wie denn? Ich komme nicht ran. So lang sind meine Arme nun doch wieder nicht. Er will es auf jeden Fall von hier aus machen. Kann ich das denn wieder mitnehmen? Okay, wir reden einfach nochmal mit Bando. Vielleicht hat sich ja irgendwas verändert, seitdem wir die letzten zweimal Geräusche gemacht haben. Irgendwas habe ich doch schon wieder übersehen.
Dieses Ding ist doch eigentlich dazu gedacht, dass man irgendwas da hineinklemmt, ne? Aber... keine Ahnung, was hätte ich denn? Ich habe ja bisher nichts, was da gut mit funktionieren würde. Diesen Mechanismus, kann ich den anschauen? Hier fehlt ein... kein Wunder, dass... Hier fehlen... hier fehlt ein Zahn, kein Wunder. Okay, also kann ich es auch noch nicht einlegen. Was ist das hier? Eine Tür, die geht nicht auf. Schalter? Bringt noch nichts. Und das da. Kann ich die Tür aufhacken? Nein, die Tür ist zu massiv, um sie aufzubrechen. Oder ich bin zu schwach. Eins von beidem. Okay. Hallo nochmal. Ach du, schon wieder. Hast du das Nebelhorn geblasen? Ich habe ganz schön Ärger bekommen. Okay, also er geht auf jeden Fall darauf ein. Das ist schon mal was. Wohin führt die Tür im Nebenraum? Die Tür führt auf die andere Seite der Insel. Aber wir gehen nicht mehr dorthin. Warum? Treibt ein großes Monster dort sein Unwesen? Gibt es einen Vulkan? Kannibalen? Ihr bekommt die Tür nicht mehr auf, stimmt's? Du hast es erfasst. Okay. Warum geht die Tür im Nebenraum denn nicht auf? Es ist eine mechanische Sicherheitstür. Das ist eine tolle Sache. Sie funktioniert mit Dampf und Zahnrädern. Verstehst du? Nicht ganz. Es ist auch kompliziert. Und hochmodern. Ich würde es dir ja zeigen. Aber leider sind die Zahnräder kaputt. Und der Dampf wurde von der Fabrik erzeugt, als sie noch lief. Also lässt sich die Tür gar nicht öffnen? Nein. Vorerst wohl nicht. Zu schade. Scheint ja ein dolles Ding zu sein. Wie kommt denn der Typi von einem Ort zum anderen? Der hat bestimmt seine anderen Wege. Es tut mir leid, sollte ich dir Probleme bereitet haben. Mach das nie wieder. Okay. Ich kann nichts versprechen, was ich ohnehin nicht halten kann. Sehr löblich. Nicht wahr? Was sind das für Vögel? Ich mag die Yakis. Sie singen so schön laut. Ich habe sogar versucht, ihr Lied auf dem Nebelhorn nachzuspielen. Aber Ruben hat es mir verboten. Er findet es gut, dass sie sich nicht ins Dorf trauen. Sie stören ihn beim Schlafen. Außerdem hat er Angst, dass ihr Gesang Kalida wecken könnte. Deswegen erlaubt er auch, dass Molachai überall diese Kerzen aufstellt. Die Yakis haben Angst vor Licht. Verstehst du? Das Licht der Kerzen also. Okay, hilft uns das? Bis später. Ja, bis bald. Aber denk dran, immer schön leise sein. Wie ich. Ich. Bando! Okay. Gut. Mit der Blume können wir wohl auch nichts machen. Oh, der Taktstock. Meint ihr, mit dem können wir mit den Yakis noch später Musik machen? Ah, die Frage ist halt, ich muss auch mal schauen, dass ich gucke, ob hier überhaupt irgendwas funktioniert. Ich habe noch viele andere Gegenstände, die ich wahllos miteinander... Ich verstehe ja nun wirklich nicht, aber dass man ein... Spot trägt keine Socken. Er sieht damit lächerlich aus, sogar mehr als sonst. Oh. Wie niedlich. Eine Katze. Das ist Spot. Er ist eine Raupe. Fängt er Mäuse? Nein, aber manchmal spielt er Verstecken mit ihnen unterm Wohnwagen. Schade. Gut. Ach, ich glaube, wir können die Leiter auch wieder wegnehmen, wenn wir wollen. Tja gut, ich weiß nicht, was zu tun ist und wäre dann auch bei 20 Minuten angekommen. Tja,
Dann werde ich wieder schauen müssen, wahrscheinlich. Also, eigentlich ging das relativ schnell laut Text. Ich war schon noch viel weiter in Gedanken und hatte die Hose. Das heißt, irgendwas werde ich höchstwahrscheinlich machen können, im nächsten Part zeigen können, wie dumm ich einfach nur war. Und dann können wir weitermachen. Gut, dann. Danke fürs Zusehen und bis hoffentlich wieder in den nächsten Tag. Sollte ich es mal wieder schaffen, mehrere Tage am Stück hochladen zu können. Ja, ciao.